Alter. Alter. Wie steppert. Jetzt geh ich ein bisschen in die Knie. Wolfgang. Servus. Modern Classics. Alter, das ist. Du bist ja ein Schnelllerner eigentlich, ne? Ja, ja. Langsam, man, langsam, ja, aber schnell. Ja, aber irgendwann sitzt das, ne? Ja. Du. Das ist jetzt halt wirklich der Wahnsinn, weil das ist der echte Traum, der unerreichbare Traum, früher, wie man klein war. Naja, was, zuerst zahlen wir die Auspuff, 1, 2, 3, 4, dann haben wir geschaut, Dach, ui, 2,40, das ist gar nicht besser, aber es geht so. Aber das war damals, Dach schauen, Auspuff zahlen, ja, das war aber wichtig. Aber was ganz witzig ist, da sieht man, dass du ein Techniker bist, weil ich mit meinem Bruder, wir haben natürlich vorhin die Krümmer zählt. Weil es hat ja, also der hat listig, 4 ja. in 1 Auspuffe gegeben. Ja. Und wenn du aber gesehen hast, 4 Krümmer hast du gewusst, 4 Zylinder. Also wir haben das gewusst. Ja, ja, Mathematik-Genie war ich halt nicht. Ich hab, ab und zu haben sie dich ja reingelegt. Ne? Das halt dann, ja, 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 ja. Eingelegt, das ist ja super. Du, das ist jetzt so, ist echt ein Wahnsinn. Nur was mich jetzt wundert, also es ist eine Z900, die A4. Hat, glaube ich, Kassen Z1, hat die Kassen, gell? Nein, das hat Z900, A4 hat das Kassen zum Beispiel, ist ein 74er Baujahr. Und die Z1, weiß ich nicht. Die Z900 hat Z1 Kassen. Ja, möglicherweise. Ich war da damals bei so einer Veranstaltung, haben sie mir das erklärt, weil ich ja immer geglaubt hätte, die Z1 war die Z1000. Nein, die Z900 hat ursprünglich Z1 Kassen. Du hast die im zweiten Jahr, also 1973, glaube ich, ist die gekommen, die ist von 1974. Ja. Und was mich jetzt wundert, was mir wahnsinnig gefällt und was mich wundert, dieses Bürzel, das hat natürlich. Den kann man nicht so machen, weil dann ist er das ganze Motorradleben bestimmt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das war ein bisschen weiter hin. Es war wesentlich länger, es war eine normale Sitzbank drauf. Aber okay, dann hat es ja diese Giularia-Bankel und alles Mögliche gegeben und dann ist mit manchen ein bisschen durchgegangen. Und ich habe die in einem sehr schlechten Zustand gekauft, aber das Bankerl war drauf und ich habe das gelassen. Und das dann alles verkürzt. Und das, also es schaut jetzt so, fürs Eisgeschäft ist leibend. Und mit der fahre ich auch sehr gerne. Also die ist, jeder sagt, ist das noch, bist du deppert, was ist denn das für Lenker? Das ist aber der Originallenker und es ist wirklich gut. Also das, auf der kann ich wirklich lang fahren. Mhm. Länger als auf der neuen. Darf ich mich aufsitzen? Dann setzen Sie. Na hoppa, aber pass auf, das steht am Seitenständer, gell? Ah ja. Naja, ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, weil. Na, warte, ich schaue von vorne, ich glaube, dass das wirklich gut ausschaut. Alter! Ja. Ja, das alles ist. Alles klar. Das ist eine Töter Optik. Das weiß jetzt jeder so. Besser kann man nicht ausschauen. Na gut, das ist ein Traum. Ja. Das ist wirklich ein Traum. Ja. Und ich meine, der Lenker, der ist relativ hoch, aber er ist halt. Nein, es so ist wirklich. Wie ein, so wie ein Kerl. Ja. Ne? Ja. Also ab 120 musst du dann schon fester anhalten. Aber ja, wie Zonko Brando schaust du aus? Ja, du, und was ist die Kisten gegangen? 200? Ist die ich, ja, ich glaube schon, ja. Das würde ich aber jetzt nicht mehr empfehlen, weil da bleibst du nicht mehr stehen. Ich habe allerdings schon ein bisschen einen Winddruck gehabt. Aber andererseits, ich meine, das ist immer gegangen. Ja, eh. Aber also, die Bremsen sind eine Sauerei. Und wenn du jetzt, egal wo du dich umtreibst, irgendeiner bremst vor dir und steht natürlich 20 Meter vor dir und du in seinen Kofferraum oder in sein Heck oder sonst wo. Ja, die Bremserei war nichts, gell? Nein, eigentlich gar nichts. Aber das Vorwerk hat sich auch immer geheißen, dass es ganz arg ist. Ja. Aber es geht, oder? Ja. Na, früher war das. Das sagen ja nur die, die jetzt auf irgendeinem modernen Zeug fahren, wo nichts passiert und nichts wackelt und dann reißt es irgendwann einmal runter, weil es sich doch nicht ausgegangen ist. Du hast ja früher schon gewusst, das wird jetzt aber eng, nicht? Also, gut, das hast du schon gewusst, wenn du aufgestiegen bist. Na ja, das wird jetzt eng. Nein, das sagst du jetzt nur so. Nein, aber das war schon. Du, das war die absolute Übergranate, ja, ist diese Maschine gewesen. Und ich glaube auch, also zumindest so in meiner Blasen ist das so gewesen, na, das war das Überding. Das war eigentlich das, vor dem jeder träumt hat. Nicht? Das war ein Wahnsinn. Von der Zündab zur Z900, ne? Das war ja schon leibend, ne? Da bist du in die falsche. Also da habe ich ja noch was. Ich, das war Wahnsinn. Ich bin ja, das weißt du nicht. Ich habe ja noch was vorbereitet. Da, wirklich? Ist aber kein Geschenk für dich, sondern na, der Vater hat das. Ja, jetzt gib mal Ruhe. So, schau her. Kursbuch von 19, weiß ich nicht, 82 wahrscheinlich. Ich müsste irgendwo stehen. Für, ja, 82. Führerschein-Kursbuch hat es damals noch gegeben. Da bin ich mit dem Moped hingefahren. Und ab und zu hat mein Vater seinen 900er, weil der hat einen gehabt. Ja, aber das darf er nicht wissen, also leise sagen. Ja. Und dann Führerschein, her mit der großen Waffe. Ne?
Na, Geld habe ich eh keins gehabt für 900, ja. Also ich bin dann mit einer Java gefahren. Du, aber das stimmt, das war wirklich ein Wahnsinn, ja. Dass man mehr oder weniger vom Moped, von den 6 PS, vom Moped auf was geben, was gegangen ist. Ne? Ja. Und das war das schon sehr lässig. Ne? Ja. Leider war Vaters 900er dann bald hin. Hat er es zerlegt? Oder? Aber im Sinne von zerlegt, also er hat es verbessert. Also okay. Irgendwo sind wir vom Bam ist ein Kerzen mit dem Kerzenstecker davor geflogen und der Vater hat dann beschlossen, jetzt wird restauriert. Und hat einmal als erster, das ist sehr wichtig, wenn ein Kerzengewind hin ist, den Kabelbaum ausgebaut und hat einmal von einer riesengroßen Spanplatte aufgenagelt und sich überlegt, wie er das besser machen kann. Und hat dann so Aufputzdosen dazwischen und das war dann der Tod von der Kawa. Also das ist nichts mehr geworden. Scheiße. Und ich habe mir dann aber, nachdem ich meine Enduro-Karriere relativ schnell geendet habe. Und vom Vater hast du das gelernt, dieses Handwerk? Ja, er ist ein Maschinenbauingenieur, ist theoretisch ist er der Einser, ja. Praktisch ist es ausbaubar, aber es hat ihn nicht mehr so interessiert. Aber das meine ich nicht. Bös, lieber Herr Vater, du bist der Chef. Ja, und dann habe ich eine gehabt, so umgebaut, Yoshimura, zeigst vom Popsch, du weißt. Alles war da drauf, 4-in-1, Polyester, Verkleidung, alles Mögliche. Und dann bin ich aber leider verunglückt damit in der Mollertkurve, in der Berufsschule, bam, bin ich in einen Container reingefahren damit. Da war die auch hin und dann war eine Zeit lang eine Ruhe mit Kawasaki fahren. Und dann habe ich was so hast du, ein Z900 hast du reingestellt in den Container, ja. Oder was? Ja, die hat aber alles gehabt, also den 1100er Yoshimura-Kit, Die fetten Vergaser, die Magazini-Felgen, alles, was das braucht hat damals. Na, ja, und wo hast du die Polyesterverkleidung her? Die war drauf. Nein, das war schon so ein zusammengebautes Motorrad. Das habe ich eingetauscht gegen meine DR500, die ich damals gehabt habe. Die am zweiten Tag schon hin war. Ja, die hat auch nicht länger. Komisch, damals haben die Motorrad nicht so lang gehalten wie jetzt. Bist du dauernd auf der Pappen gelegen, oder was? Naja, dauernd, ja, eigentlich schon. Das ist ein Traum. Na, aber wie dann diese Z900 mit dem 1100er Kit, ja. und der Polyesterverkleidung, wie die in den Container eingestellt hast, in Wien, muss man naja, sagen. Naja, ich bin nicht im Container reingeflogen, sondern bin gegen einen Container gelegt. Ja, damit, aber ne? In Wien, ja. Also innerstädtisch, ich meine, bist du dann gleich weitergegangen zum normalen Tagesgeschäft oder warst du schon ein bisschen geknickt? Nein, das war Berufsschule am Freitag, bin natürlich, das war in der Mittagspause, Nachmittag war Werkstatt, bin natürlich spät gekommen, weil ich das zuerst zusammen gehabt habe, aber ich tut nur Watschen gekriegt, weil ich spät gekommen bin. Ne? Also damals waren ja doch Maßnahmen anders als heutzutage. Ne? Hast du wirklich nur Watschen gekriegt? Echt, na sicher, ne? Ich habe ja vom Lehrherrn, weil, also wann war denn das? 81, 81, da sind wir ja noch ohne Helm gefahren, da war ja noch kein Helm. Ja, genau. So, na, wenn ich das Burli gefahren ist mit Schnittlauchbrot in der Hand auf der 900er Kabel ohne Helm durch Mauer, irgendeiner hat mich immer gesehen, am Montag in die Arbeit gefahren, baff, und hat es schon nicht gegeben. Ne? Nein. Weil, ja, also das war schon Anstand, Moral, das ist groß geschrieben worden. Nein, ist ein Traum. Dann habe ich mal gedacht, wenn das jetzt einen Helm auf ihn nicht gesehen werden. Ja, weil der dann die Watschen weniger wehtan hat. Nein, ne? Aber sie haben nicht erkannt, dass ich bin. So. Das war der Grund. Das ist ein Traum. Du, aber das heißt, du hast eine Expertise, echte Expertise mit der Z900. Die hat jetzt aber nicht den 1100er Yoshimura. Nein, das sind ganz normale 900er. Ich glaube, das hat 902 Kubik oder ich weiß, keine Ahnung. Aber es fährt leiwand, es klingt leiwand. Ja, wirf's auch. Na eben. Ich habe schon geglaubt, du willst das nicht abwerfen. Aber geht's mit dem Kickstarter? Ich bin so ein kindischer Hund. Ja, du weißt, dass die Batterie leer ist, gell? Nein, aber mir taugt das. Ja, mir auch. Besonders, wenn es mir die Schlapfen vom Fuß zahlt. Achtung! Der Fee? Ja, der hört ja noch nichts. Darf man ein bisschen mehr Drehzahl einstellen? Ja, tu noch. Nein, das ist schon. Ein bisschen warm ist schon das. Ja, die rennt schon mit den offenen Füttern schon ohne Jogger. Bist geben Sie Gas. Depper. Alter, ja. Das ist schon jetzt. Und das war jetzt? Na, herrlich. Und das waren nur 6.000 Umdrehungen. Ja, das kreischt dann schon ordentlich. Das sind aber auch erst 6, nicht?
Nein, aber das ist schon sehr. Das ist wirklich leibend, ja. Sehr, sehr leibend. Ja. Du merkst allerdings auch, jetzt verglichen mit einem heutigen Sportmotorradl, das trat natürlich viel leichter auf und der Gasgriff ist viel leichtgängiger. Ja. Und da merkst du halt, da ist schon ein bisschen eine Schwungmasse drinnen, aber der Klang, das ist ja Wahnsinn. Jetzt. Und du merkst dann noch viel mehr wie bei heutigen modernen Motoren. Ja, das ist da unten, ist eine echte Mechanik am Werken. Und es braucht auch alles, so wie es bei mir umgelegt ist, bis es reagiert. Das ist mir schon viel lieber. Nicht? Also es reagiert nicht gleich. Wenn du bei so einem Modell am Gas tupfst, dann dreht es gleich auf. Also wenn du die umtust, setzt die auf. Das tut das alles nicht. Also das ist schon sehr leibend. Und das ist sehr gut. Da gibt es wirklich fast alle Teile im Nachbau. Die Auspuffanlage ist eine Nachbauanlage in 4-4. Schaut aus wie die Originale. Mhm. Tadellos. Was kostet sowas? Jetzt geht es, 1700er, hat aber noch vor 5 Jahren das Doppelte gekostet. Und wieso ist das billiger geworden? Das muss man den fragen, ich schreibe ihm dann. Ich kann es nicht sagen, aber mir war es recht. Du schreibst ihm das ganz sicher nicht, wieso das billiger geworden ist. Ja, ich brauche ja keine mehr, kann es ja wieder teurer machen. Ja, okay. Ja, das war ja eine lustige Geschichte, wo ich hergehabt habe. Das ist noch vom Vorbesitzer drauf, die Spinne, die habe ich gleich drauf lassen. Und das Lego? Na, das Lego habe ich immer, damit ich die Schlüssel wieder finde. Okay, das Lego ist von dir? Ja, ich habe ja die Lego-Schlüsselwand. Die Kreuzspiele vom Vorbesitzer? Ja. Ja. Gut, das mit dem Lego ist eh klar. Ja. Mit dem bist du sozialisiert worden, oder? Ja, sozusagen. Hast du Hochhäuser gebaut oder LKWs? Eigentlich Häuser. Wirklich? Ich habe immer LKWs gebaut. Hat es ja noch keine Rallen gegeben, wie ich Lego gespielt habe. Wie geht denn das? Oder hast du erst mit 64? Alter, ich bin 63 und ich habe schon Radeln gehabt. Ja, wahrscheinlich hast du das mit 20 Lego gespielt und ich schon mit 5. Das weiß ich jetzt nicht. Es hat schon Rallen gegeben, aber nur ganz kleine. Jo, ich habe ja auch kleine LKWs gebaut. Ach so. Ich habe keine Häuser gebaut, weil viel Lego haben wir ja nicht gehabt. Nein, Lego, Lego war schon super. Das war toll. Ja. Dann haben sie uns Playmobil auch noch gegeben. Hast du das habe ich nicht gehabt, natürlich. Big Jim hast du auch keinen gehabt? Ja, auf. Playmobil, das war das moderne Zeug. Total verwildert eigentlich. Ja, das stimmt. Aber, weil du das jetzt sagst, das kann ich mich wirklich erinnern. Bei mir ist das so gewesen, und das war natürlich im ganzen Leben dann nie wieder, dass ich so unglaublich auf dieses Lego abgefahren bin. Ich habe so Kisten gehabt, da waren irrsinnig viele so Bausteine drinnen und so Fenster und so Radeln. Aufgewachen. So, jetzt mache ich auf und stecke mir sofort die Pfeife in die Pappen. Ja, und damals so ein Lego-Stein in die Pappen gesteckt. Sofort außer zur Lego-Kiste. Also, aufgewacht, Lego und hin. Ja. Und dort habe ich stundenlang gespielt. Ja. Ja, es ist nichts geworden draus. Ja. Es ist immer schier gewesen, was ich zusammengebaut habe, aber. Naja, was du befriedigt hast, ja. Das war eine echte Verzettelung, gell? Ja. Das ist ja wurscht, ne? Naja, wir sind aber auch eher einfach gestrickt, nicht? Ja, also, eben. Ich stehe dann da stundenlang und tue Spiegeln putzen, gell? Ja. Und so haben wir alle irgendwas. Du, und das ist jetzt irgendwie, war da offensichtlich eine Herzensangelegenheit. Und mit dem fährst du jetzt auch mal. Ja. Und mit der fahre ich sogar sehr gern, weil das ist wirklich lässig. Also ein paar Mal hat es mir schon geraten mit Bremsen und mit Vor, also es ist wirklich immer noch geschissen. Ja. Und dann denkst du, geht schon, und dann fängt es aber auf einmal zum Pendeln an. Und da bin ich schon durch. Ab welcher Geschwindigkeit pendelt das? 130, 140? Ja, 130, 140, da wird es aber wirklich schier. Ja. Also ob das jetzt 200 geht oder 220, das probierst du gar nicht mehr. Nein, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht, weil sonst erlebe ich die Bremsen wirklich nicht. Dabei hast du wirklich nicht mehr weit, oder? Ja, das ist es eigentlich übermorgen, so gesehen. Du, aber ich werde jetzt noch mit der Kamera kommen, werden ein paar Details filmen. Über die Maschine an sich ist eh schon wahnsinnig viel geredet worden. Ja. Aber ich sehe, du hast die offenen Ansaugtrichter. Das ist sehr ehrenvoll. Das ist, glaube ich, auch so gewesen, wenn du gehalten hast. Da liegt es hauptsächlich daran, dass die drauf waren und er macht jetzt sind schon 30 Jahre drauf, können sie die nächsten 30 Jahre drauf sein. Und sie ist wirklich sehr friedlich, die sind komplett offen, die haben nicht einmal ein Gitter oder irgendwas oder ein Fütter und die springt sofort an, nimmt gut Gas an. Also die haben wir ganz gut hingekriegt. Aber im Endeffekt, da sagst du ja, kannst ja Goldhamster einsagen. Ja, aber sind ja nicht so viel auf der Straße. Und jetzt angenommen, du sagst dort irgendwas an einen ordentlichen Käfer ein, na, der kommt dort rein in das System und es fetzt. Aber also, dass dann in der Vergasernadel der Käfer steckt, das ist eher unwahrscheinlich. Ja. Also okay. Ich hätte noch keinen drin stecken gehabt. Ja. Und einen Goldhamster kannst du wieder rausziehen, der kommt ja nicht ganz durch, oder? Naja, aber wie viele Goldhamster sind denn in der freien Wildbahn? Na, das ist ja überschaubar. Immer wieder brechen ein paar aus. Wirklich wahr? Ja, was glaubst du, sagst einen Rottweiler rein, der beißt dich dann womöglich.
Ein Rottweiler wäre Wahnsinn. Aber dann, ja. Na, vielleicht ein Rottweiler-Baby, gell? Nein, aber ja, nicht einmal das. Du, ich filme noch diese Uhren. Ja, pass auf, ich tue das beleuchten, wenn du machst. Aber das bei den Uhren, da muss man jetzt natürlich sagen, eine Beleuchtung ist sehr schön. Ja. Warte, ich muss das so ein bisschen mäßig, ja. Du, aber bei den Uhren, das ist dann so bei diesen Retro-Motorradeln, bei der Z900 RS zum Beispiel, das haben sie dann aber schon relativ authentisch nachgebildet. Das finde ich echt super, weil die Uhren, finde ich jetzt, die sind nach 40 Jahren immer noch wahnsinnig fesch. Na, aber so soll ja das auch sein, weil was braucht man denn sonst noch mehr, ne? Ja, du, und was haben wir da? Na, da ist Ablenkung. Ja. Pass auf, Hupen geht nämlich nicht. Das habe ich jetzt imitiert, aber es war eigentlich relativ... Und Bas ist die Lichthupe, ja, was? Nein, ist auch da. Ja. Und da, ah ja, der war ein Wahnsinn. Der Knopf. Ja, das war eigentlich Standard auf der Kreuzung, gelungen jeden Austrian, dass er abstirbt. Ja, ja, ja. Und unter eben der Startknopf, aber wir haben ein bisschen schwache Batterie. Ja, perfekt. Ja, du. Man könnte fast sagen, das ist wirklich mein Lieblingsmotorrad. Ja, schau. Komm raus, wir haben dich gesehen. Ja, ja. Das ist die Amanda. Amanda, was sagst du zur Z900? Wunderschön. Schon, gell? Super. Ist auf alle Fälle schöner als der Erdl, oder? Warte, Hochgewehr. Ja. Achso, das hast du aber schön gesagt, ja. Ich finde, das Motorrad passt perfekt zum Wolfgang. Hat ein bisschen lang gedauert jetzt die Antwort, aber bitte, wir lassen das durchgehen. Ja, ja, genau. Ja, und schwer. Aber es war irgendwie cool, das muss man sagen. Ja. Das ist ein Traum. So. Ja. Du. Wolfgang, ich danke dir. Das, was ich nicht pack, das habe ich aber eh gewusst. Also, wo ich positiv überrascht bin, ist die Gabel. Das ist ja gar nicht so zahnstochermäßig, wie ich geglaubt habe. Bremsen, das brauchst du nur anschauen und du weißt, Alter. Nur drauf ist du hast Stahlflexleitungen, aber es ist trotzdem, das ist ganz normal für die Fisch. Ja, ziemlich. Das ist nichts. Aber also, wir waren ja voriges Jahr am Großglockner damit. Okay. Da bin ich aber so lang, weil das kostet, glaube ich, auch schon fast einen 30er, dass du da rauf kannst. Und da bin ich nämlich rauf. Also rauf, oder so. Also hin und her. Und so lang bis. Das heißt, du bist schuld, dass die Pasterzen jetzt schmilzt. Ein bisschen schon, aber. Die sind ja Mörmler, ich habe aber keins eingesagt. Die sind aber leiwand. Die Murmeltiere, ja, gell? Die stehen unten und schauen, die sind ja total zutraulich, die Drecksviecher. Und die sind aber ziemlich wie groß. Wie heißen die bei dir? Mörmler. Mörmler? Mörmler, heißen die nicht so? Ich habe Murmeltiere halt wieder. Ja. Wie gesagt, ja. Und bis zum Bremsversagen, weil da hat hinten dann schon die Trommelbremsen gekauft, weil vorhin war eh nichts mehr mit Bremsen. Und das hat dann schon gewitscht und geraucht, aber es war leiwand. Also es hat eher gute Motorbremswirkung. Und dann einfach, okay, jetzt ist genug. Aber sonst fahre ich jetzt noch auf und auf dort. Also das ist optimal, das Gerät für dort. Du, und das ist jetzt, du hast jetzt top in Schuss, du hast es hergerichtet und jetzt ist eigentlich wie ein japanisches Motorradl zuverlässig. Oder das ist absolut zuverlässig. Absolut zuverlässig. Ja, die Katana, also das ganze Zeug alles. Eigentlich, ich würde sagen mal, vor Mitte der 70er hat es in Europa keine Japaner geben. Ne? Ja, ja. Aber alles, was dann nachher gekommen ist, da gibt es keine Ausfälle. Also ab und zu hat es schon irgendwas gegeben, was halt eine Grote war, aber das meiste war eigentlich tadellos. Aber das heißt, du tätest dazu dran, keine Ahnung, dass du jetzt sagst, na, heute bin ich irrsinnig lustig, ich fahre mit dem zu den Affen von Gibraltar, die 3000 Kilometer da oben. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass du oben fährst und wieder auffährst? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mache, ist eher minus unendlich, weil so lange kann ich ja nicht sitzen. Aber wieso kannst du nicht so lange sitzen? Ja, weil so ein Zwetschgenpopscherl so dünn ist. Und das halt ja da nicht aus. Ich verstehe. Ja. Ich werde mich da jetzt nicht auslassen, weil ich wollte natürlich was tun. Wie sagen, der Dicke, ne? Die weiß ich schon. Ja. Nein, aber theoretisch wäre das also von der Maschine her. Nein, ich glaube schon, dass sie das wegsteckt, ja. Das ist ein Wahnsinn. Gut, bei der, ich sage es der Vollständigkeit halber noch, aber die verkaufst du wirklich nicht, oder? Ungern. Ich kriege ja andere auch wieder nach, nicht? Aber da sind diese ganzen Umstände schon so sehr lustig, nicht? Da wollte ich was anderes holen auf einen Sonntag und einen Freund mitnehmen, der zuerst seine Kinder gefühlt hat. Ich habe in Wilhaben geschaut, was es so gibt in der Zwischenzeit, nicht? Und ist die inseriert? Also das war so, der Tank, den habe ich nicht lackiert, den habe ich nur auspoliert und austupfelt und so. War inseriert um 3.000 Euro. Das ist nicht lange her, vor 2,5 Jahren war das irgendwas. Da am
Steinsee, also Luftlinie 2,5 Kilometer, mit einer 0663er-Nummer. Nicht? Was ist denn das? Wer hat denn eine 0663er-Nummer? Nicht? Altes C-Netz oder was? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Gut, ich rufe dort an, es läuft ganz normal, aber es hebt keiner ab. Denk mir, ja gut, häkelt einer die Leute, nicht? Das werden die anderen auch gesehen haben. Nicht? So, sitzt da, schau, was es noch gibt. Auf einmal ruft mir die Nummer zurück. Nicht? Da, ja, was wollen Sie denn so eins wegen der Kaberrufe an? Ja, da haben wir schon so viel angerufen. Oh je, was interessiert Ihnen das? Sag ich, ja, ich bin ja auch nicht weit weg. Wo sind auf der. Ah, weiß ich eh, bei Modern Kleid, ja. Sag ich, kann ich es anschauen? Na, kommen Sie. Na, fahr dort hin, schwuppdiwupp, gleich sicherheitshalber mit dem Anhänger. Na, der macht auf, tut dieser Garagentitel offen. Ich denke mir, da ist die drin und schau, nichts in der Garage. Aha. Sag ich, ah, steht hinten im Garten. Nicht? Na, gehe in den Garten, steht die dort, sehr verwahrlost. Dann nehmen wir Martin Tausender, ebenfalls sehr verwahrlost. Was ist ein Martin Tausender? Also so ein eigener Rahmen, ein Z-1000 mit einem Martin-Rahmen. Okay. Ja. Ja. Eine fürchterliche Grote. Da haben schon so viele angerufen. Die haben gesagt, na, da gebe ich Ihnen gleich einen Vierer oder einen Fünfer ohne Schauen. Und ich so, aha, da kann man es jetzt noch haben. Naja, was denn Sie mir denn geben? So, ich den Dreier gebe ich Ihnen schon. Ah, echt? War scheiße. Dann hat er jetzt gesagt, die zwei Arbeit, der muss es wahrscheinlich auch geben. So, ja, das Papier, ja, ja. Mein Papier hat es natürlich gar nicht gehabt, wie sie herausgestellt hat. Aber der Ordner Martin hat mir das dann alles geregelt, Unbedenklichkeit und dann. Von Kawasaki? Ja, ja. Und dann so ist das dann legalisiert worden, das Ganze, wie es war. Es war ja eine österreichische Auslieferung, nur der, der schon 20 Jahre irgendwo einteischelt bei irgendeinem anderen, wahrscheinlich in der Brandineser Hitten, keine Ahnung, wo er es hergehabt hat, das hat er selber nicht mehr gewusst. So, und dann sage ich erst, warum muss denn das arme Motorrad da draußen stehen, wenn da von die Garage leisen? Das ist wegen einem Haustier. Ich weiß, was ist denn für ein Haustier? Ne? Nein, komm mit. Ne? Gehen ins Haus rein, mach die Kugel, die auf, liegt dort so ein Bracker von einer Schildkröte. Wirklich so, so ein Gerät. Also ein Schildkröte, so große. Ja, was ist denn das? Na, das ist eine Schildkröte, die wohnt in der Garage normal. Nicht? Jetzt ist schon kalt, jetzt darf es einer in die Kugel. Ne? Also sowas habe ich auch, na gut, so einen Irren triffst du auch nicht jeden Tag. Ne? Ja. Und der hat auch die Schildkröte in der Garage gehabt und das Motorrad im Freien. Nein, ist ein Wahnsinn. Du, und diese Martin Z1000 hast du nicht auch gleich die genommen. Ist noch dort, die schaut relativ übel aus. Ja, ja, ich weiß nicht, irgendwann, vielleicht gibt er mir es einmal. Muss man gucken. Okay. Du, aber das heißt, die Reim hast du um einen Dreier gekriegt in einem eher erbärmlichen Zustand. Und wenn die jetzt, wenn ich das jetzt wäre, also nicht ich, sondern wenn das jetzt irgendeiner wäre, der das herrichten lässt, na, was muss man dort einstecken, wenn man das um drei kauft, dass das so ausschaut? Na, das ist schon ein Wahnsinn, oder? Naja, das kommt darauf an, was sie dann machen. Wenn du das jetzt zu einem bringst, der den Motor dann noch komplett zerlegt und alles verchromt, Perl streut und neue Trimmer, na, da wirst du mit einem 20er nicht auskommen. Ne? Ja, ja. Aber ich habe in das sicher auch 6.000, 7.000 da investiert. Ne? Ja. Also wir haben ja komplett zerlegt, den Rahmen lackiert und Gabelsimmering, nein, der Lenker war nicht drauf, dann hat er einen Meilentacho drauf gehabt, das hat er aber gar nicht bemerkt. Sag erst, das ist mir auch nicht aufgefallen. Das ist ein Meilentacho. Ach so, bin ich 10 Jahre gefahren, damit habe ich gar nicht gewusst. Also der war schon geil, der Typ. Nein, aber was heißt, das hat er nicht gemerkt? Das ist eine Geschichte. Du kannst nein, nicht 10 Jahre mit. Der hat nicht gewusst, dass er ein Meilentacho. Wahrscheinlich hat er das vergessen. Das ist ja schon 20. Also gefahren ist er ja vor 30 Jahren damit oder irgendwas. Ne? Ja, was der, wenn dann 30er Meilentacho. Ja, das ist. Ja, aber in die 80er war es auch nicht so ein Drama. Okay. Und solche Geschichten sind immer leibend, nicht? Ja, total. Und dann die Erinnerungen eben an die vom Vater oder vom Gegenüber-Nachbarn, der hat einen Chopper gehabt, ein Z900 mit einer Gabel, die war von da bis nach Meidling so lang. Mit der ist der aber aufs Nordkap gefahren dann noch irgendwann. Aber das waren ja wirklich total irre damals. Ja. Das war schon ganz lustig. Gestanden, gell? Da ist ein japanischen Vierer drinnen, einen großen und dann also eine unfassbar arge Gabel. Aber das typisiert er heute keiner mehr. Oder so ein Gabel. Schwer. Ja. Und das ist ja kein Stück lustig, mit dem kannst du ja nicht ums Eck fahren. Na, aber ausgeschaut hat schon mörderisch, weil er natürlich der Tanker, das ist ja dann ja, alles relativ hoch und unten. Ja, geil, dann noch ein Sorg als Tank oder irgendwas. Ja. Das war schon diese arme Chopper, das war schon geil. Flitterlack und alles Mögliche. Ja. Aber wenn du das heute siehst, glaubst du, das darf ja alles nicht wahr sein. Das ist wie wenn du einen Kotter noch anschaust aus den 80er Jahren. Nein, ist super. Du Wolfgang. Ich habe immer echt eine große Freude, ist eigentlich das Beste, wollte ich sagen. Aber Modern Classics ist immer eine Reise wert. Ich habe echt ja, Freude. Du kriegst jetzt eh noch einen Kaffee. Ja, du, jetzt habe ich draußen gesehen, das müssen wir allein für den Onkel Ramirez müssen wir das machen, diese DS, der Zitter. Ja. Bist du Depper, na, der ist wirklich. Das heißt nicht umsonst die Göttin. Die Göttin heißt es. Ja, das. Ja, nein, das stimmt. Das müssen wir schauen, wie man das dann da macht.
Weil das ist natürlich für diese kleine Kamera ist es ein großes Stück. Aber das möchte ich irrsinnig gerne machen. Und ansonsten die Zweitakt-Cover, die was du jetzt angerissen hast mit dem unglaublich scharfen Klang, na, das werden wir dann bei Zeiten nachholen, oder? Da wird das nächste Mal die 500er vielleicht auch schon fertig sein. Ja. Das ist ja noch ein bisschen gieriger. Ja. Und das ist wieder eine äußerst leibende Geschichte, die habe ich gekauft. Und der Erstbesitzer, der es damals im 74er gekauft hat, ist ein Bekannter von mir. Und der es ihm verkauft hat, ist eigentlich ein guter Freund von mir. Die leben beide noch. Und da gibt es dann auch ganz leibende Geschichten dazu. Also das, zwischen 80 und 95. Das hat jetzt geklungen, das ist ein guter Freund von dir und trotzdem lebt er noch. So na, hat das jetzt nein, er lebt noch. Ja, die sind natürlich nicht mehr ganz neu alle. Ne? Wolfgang, ich danke dir. Seid ihr immer so wie die echten Rocker. Ja, ja. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja. Und Daumen hoch. Daumen hoch, ich gehe zum Kaffeeautomaten und lasse einen kleinen Schwarzen. Bis zum nächsten Mal, gell? Ciao, ciao. Weltklasse. Bist du deppert. Na, jetzt haben wir was erfahren. Jetzt haben wir echt was erfahren.